Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Transport Fever und wir werfen einen Blick auf Bochum. Es gibt ja noch eine Kleinigkeit zu tun, wie ihr euch vielleicht erinnert. Wir erreichen mit dem Güterbahnhof ja leider nur einen Teil des Industriebereichs der Stadt, der aber gerne Baumaterial benötigt. Und das ist der Grund, warum ich hier die zweite Ausfahrt gebaut habe. Da werden wir nur LKWs quasi fahren lassen. Sieht irgendwie hässlich aus, ne? Moment, ich konnte doch die Straßen hier, zack. Ist auch nicht das. Naja, auch nicht so relevant. Was ich nämlich jetzt gerne setzen will, ist das, was ich drüben auch habe. Steigung zu groß. Aha, jetzt konnte ich es doch setzen. So, der hat nämlich jetzt den Bahnhof angebunden. Muss ich mal kurz gucken, wie schnell sind denn eigentlich so LKW? Ich weiß gar nicht, ob das mit diesen Expressgeschichten überhaupt immer so Sinn macht. Ein neues Flugzeug ist verfügbar. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine Cargo-Station, und zwar vielleicht eine etwas überschaubare. Damit würden wir eine ganze Menge erreichen in dieser Stadt. Und wir könnten mit dieser Anbindung hier auch erreichen, dass es nur LKWs benutzen. Na, da würden zwei Gebäude entfernt werden. Bisschen viel für eine Straße, ne? Andererseits hätten wir dann eine etwas schnellere. Wir machen das mal. So, dann brauchen wir natürlich eine entsprechende Linie. Vielleicht fangen wir damit mal eben an. Ich kann die Haltestellen nicht verbinden. Warum nicht? Brauchen wir hier noch eine weitere? Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee. Hier fährt übrigens auch jeder lang.
Okay. Das ist sehr seltsam. Vielleicht machen wir hier mal eben normale Straßen raus und nicht, dass das irgendwie mit dieser Verkehrsmod zusammenhängt. Immer noch nicht alle Straßen miteinander verbinden. Aber es ist ja eine Two-Way-Verbindung. Jetzt klappt es plötzlich. Als wenn die Einfahrt hier nicht richtig angeschlossen wäre. Naja. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. So, nochmal da. Vielleicht ein bisschen hier außerhalb. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind zu viele. Egal. Linie 2. Jetzt müsste es zumindest eine größere Nachfrage nach Baumaterialien geben. Tatsächlich, jetzt sind hier auch schon 6 gelagert. Wir gucken mal kurz auf diesen Zug. Der hat tatsächlich auch schon welche dabei. 3 Stück. So, da war ein kurzer Schnitt, weil es draußen laut wurde. Ich habe aber irgendwie auch keine Lust, das Fenster richtig zuzumachen. Ich weiß, das ist vielleicht unprofessionell an dieser Stelle, aber es ist warm draußen oder angenehm und das würde ich gerne auch ein wenig hier haben. Was ihr seht, ich weiß nicht, ob das sozusagen bekannt ist. Also ich glaube, das ist im Original-Ding nicht ganz so vorhanden, nämlich diese Worker, die sich zu den Arbeitsstätten auch in Bewegung. Das heißt, diese Bereiche haben alle jetzt auch Leute, die dorthin fahren. Das heißt, man kann auch solche Dinge vielleicht mit einem Bus oder so nochmal anbinden. Oder vielleicht macht man dann hier so eine kleine S-Bahn-Station und bedient dann diese 3 Bereiche oder sowas. Wobei das hier wahrscheinlich, ja egal. Die Dinger funktionieren auch ohne, dass man das tut. Das ist eher ein wenig sowieso Publikumsmagneten oder so zu setzen, um ein wenig mehr Gefühl in diese Stadt hineinzubringen. So würde ich das, glaube ich, auch angehen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, hier vielleicht irgendwie in die Straße einen Bahnhof zu setzen mit Durchfahrtsgleis. Das heißt, das eine ist wirklich nur dazu da, um durchzufahren, und das andere, da wird dann auch einmal gehalten, wenn man hier aus Gelsenkirchen nach, ich wollte das ja schon nach Bochum umbenennen, fährt. Gucken wir mal kurz,
Vollbeladen ist er noch nicht. Ich muss mir mal überlegen, wie ich... Gelsenkirchen Stein, Bochum Stein ist okay. Ne, das ist ja nicht Stein, sondern das Baumaterial. Und vielleicht machen wir das wirklich so, dass... Stein, Gelsenkirchen... Ich muss die Farben ja auch noch mal überlegen. Aber auch die Verbindung macht langsam Gewinn. Und ich glaube auch Bochum wird gleich dazu kommen. Das ist die Bochum Gütertransfer. Hier so einen Farbton. Und dann würde ich hier mal einen, würde ich hier auch mit dem Personentransport anfangen. Ein bisschen Auge darauf haben, ob auch immer genug abtransportiert wird. Es gibt hier einen ganzen Haufen Bahnhöfe. Aber genau, ein dreieckiger Bahnhof. Ist vielleicht auch nicht uninteressant, ne? Macht das jetzt? Ach so. Aha. Das ist nicht uninteressant. Ich würde hier gerne, ich zeige es jetzt mit meinen Fingern, ich würde hier gerne überlegen, eben diese Verbindung hier nach oben auch einzubauen. Ich würde gerne die Länge nochmal bei beiden mindestens 220 erhöhen. Okay, was man hier alles einstellen kann. Den Haupteingang würde ich ja eigentlich gerne bei... Irgendwie habe ich den Eindruck, da tut sich gar nicht so viel. Ich glaube, A ist das mit dem... Genau, in A haben wir die Bindung. Und bei B ist es weiter schön geradeaus. Wir machen bei B mal 4 gleich und bei A 3 keine Durchfahrtsgleise. Bei 320
So, Haupteingang. Noch bei B keine Eingänge. Nee, keine Zäune. Wir machen das jetzt einfach mal. Sie noch ein bisschen weiter nach hinten bewegen sollen. Jetzt erstmal die anderen Gleise. Wie gesagt, ich wollte ja hier noch mal einen hinmachen für diese kleinen Buslinien, die auch eher aus Flair da sind. Dann nehmen wir hier einen generischen. Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, ja. Zwei Gleise und zwei Durchfahrtsgleise. Und die sollen. Na komm schon. Mal drei raus, genau. Jetzt weiß man zumindest, wo die sind. Das für die Hochgeschwindigkeitsgeschichte. Länge 320. Obwohl, das ist eine gute Frage, ob 320 wirklich. Vielleicht reicht hier auch 200 aus, weil der soll ja nur eine S-Bahn halten. Was sind denn das für Variationen? Haupteingang ein kleiner. Eingang B will ich keinen haben und Eingang C auch nicht. Vielleicht Eingang A dann auch nicht, genau. Wir machen hier mal einen Zaun hin. So, da hält eine S-Bahn. Hier lassen wir noch mal eine ganz normale. Ganz normalen hinsetzen. Wir gehen wieder von oben durch. Hier können ruhig mal fünf Gleise hin, aber keine Durchfahrtsgleise. Und 320.
Kampfzentrale. Den setzen wir mal hier hin. Binden wir auch eben ein Straßennetz an. Ich glaube, ich würde wie beim letzten Mal auch den innerstädtischen Verkehr gerne mit Straßenbahn machen. Aber ich mache jetzt einmal kurz einen Break und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir diese Höfe hier verbinden oder machen wir noch ein paar Minuten. Ach komm, ein paar Minuten machen wir noch. Hängen jetzt einmal kurz diese Verbindung auf. Wir nehmen das hier, die beiden als Verbindungspunkte nach Gelsenkirchen. Genau, wobei das hier der Das hier wird die S-Bahn. Die bauen wir jetzt auch erstmal als erstes. Da kriegen wir noch Ärger oder auch nicht, keine Ahnung. Aber ich würde hier gerne überlegen, ob wir hier nicht irgendeine, wollte gerade sagen, irgendeine Brücke rübergezogen bekommen, weil die offensichtlich nicht so sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das können wir lieber noch ein bisschen so machen. Und da wollten wir die sind jetzt beide gleich schlecht. Ich glaube, die wollten wir setzen. Genau, da haben wir es. 250 km/h. Und wir müssen hier die Straße wieder herstellen, sonst gibt es, wie gesagt, irgendwann noch mal Ärger. So, dann fährt die S-Bahn hier herab und
erstmal hier in diesen. So, jetzt müssen wir kurz überlegen, ob wir die hier in Gelsenkirchen überhaupt ankommen lassen. Vielleicht machen wir doch noch mal bei B. Jetzt. Also auch die Aufnahme. Ach doch, alles läuft wieder. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen kurzen Hänger hatten. Ich werde einfach diese beiden Gleise nehmen. Ich gucke gerade, das ist gar keine Hochgeschwindigkeit. Dadurch aber. So, das sind die beiden, die ich gerne hier rüber schicken würde. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Der untere ist der S-Bahn, das S-Bahn-Gleis. Na? Ach, ich kann jetzt wieder nicht. Kann ich? Doch, ich kann mich auch mit WASD bewegen. So, zack, 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 zack. Haben wir jetzt hier eine Kreuzung? Die finde ich ja nicht so gute Idee. Dafür mache ich Pause. Einmal hätte, wäre. Vielleicht können wir das Ding hier einfach noch, die Brücke noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Also ich die jetzt komplett ab. Nee, das ist gut. Zack. Entfernen wir diese Anhöhe hier. Ich glaube, bei dieser Brücke können wir, glaube ich, noch mal ein kleines Stück entfernen, wenn das geht. Ja, da würden wir sehr viel entfernen. So geht's. So, dann können wir die nämlich hier so lang laufen lassen und können vielleicht, das war jetzt, sah ja gerade eigentlich so aus, die hier drunter durchlaufen lassen. Lassen die mal hier lang laufen. Dann mache ich das gerade eigentlich richtig. Ach. Ja, ich baue die untere der beiden Strecken. Dann lassen wir die auch durch dieses, unter dieser Brücke hier durchlaufen. Genau, es passiert auch hier. Lassen Sie erstmal hier andocken. Genau. Und hier machen wir einfach so eine Mini-Lösung. Da. Ein Prellbock. Thank you.
Dann brauchen wir einen Bus. 90, oder wir nehmen wieder zweimal den roten Pfeil. Blau ist unsere Farbe. Wir setzen mal einfach den noch mit da dran. Und die haben eine Linie, und zwar von Gelsenkirchen über Gelsenkirchen West nach Bochum, Gelsenkirchen West und wieder zurück. Das ist die S1. Gelsenkirchen Bochum. So, dann können wir aber auch wieder laufen lassen und fahren, glaube ich, einmal mit in den neuen Bahnhof. Und mit diesen Bildern und dieser Fahrt, die wir dann komplett bis nach Bochum einfach mal durchziehen werden, verabschiede ich. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann müssen wir dafür sorgen, dass dieser Bahnhof natürlich auch an die beiden Endstationen, an die beiden Städte angeschlossen wird. Die sind ja jetzt noch sehr stark auf dem Feld befindlich und das funktioniert natürlich nur begrenzt. So, aber jetzt genießt die Fahrt. Ich werde jetzt nichts mehr weiter sagen und verabschiede mich von euch. Macht's gut. Ciao. Sagt euer Patjan.